Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Heute widmen wir uns meiner Urlaubswoche, die ja fast damit begann, beziehungsweise war es eher der Mittwoch, mit kürzeren Haaren. Yippie, yippie, yay. Ja, sie sind kurz, sie fallen wieder toll. Ich kann mich sowohl mit Locken sehen als auch mit glatten Haaren und ja, es wurde einfach mal Zeit und es passt natürlich im Urlaub tatsächlich immer gut. Es hat auch ein ganzes Stückchen, ich glaube fast 2 Wochen gebraucht, bis ich den Termin dann bekommen hatte. Und ja, sonst wäre ich vielleicht schon eher da gewesen. Aber ihr habt es, glaube ich, schon in dem Neuzugänge-Video gesehen, mich mit kurzen Haaren. Und ja, das war sozusagen neu im Oktober. Finde ich persönlich gerade in Zeiten des großen Zehs nicht ganz so einfach, wenn man wirklich eine Stunde da sitzt. Und ja, man sitzt nur so mit Maske und man sieht das Ergebnis nicht so richtig. Und ja, man sieht dann im Grunde erst zu Hause, wie man aussieht. Aber es gibt viel Schlimmeres. Definitiv, ich glaube, die Maske ist ja, tatsächlich eine Kleinigkeit, die man irgendwie dazu beitragen kann. Ja, dazu gab es ein paar wunderbare Spaziergänge. Das Wetter war ja eher so mau. Ich hatte auch 2, 3 gammelige Tage, wo ich einfach nur zu Hause war, ein bisschen gewurschtelt bin, wie man bei uns so schön sagt. Und auch manchmal einfach nur in die Luft geschaut habe. Ich habe den Urlaub tatsächlich, glaube ich, dringender gebraucht, als ich dachte. Aber ich ja, fühle mich jetzt wieder fit und irgendwie auch wieder wie ich selbst. Und der Oktober war einfach doch ein recht schwerer Monat mit verschiedensten Dingen. Und umso schöner war dann doch ein bisschen die Auszeit im Urlaub zu nutzen. Zudem habe ich euch ja in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass wir uns 2 neue Katzen aus dem Tierheim geholt haben. Die Namensfindung ist nun auch abgeschlossen. Die wunderschön weiße heißt oder ist bei Luna geblieben und der kleine Rabauke ist auf Sam umgetauft worden. Ja, er ist ein verfressener kleiner Kerl, man kann das gar nicht anders sagen und deswegen hat Alf eigentlich ganz gut gepasst. Aber irgendwie waren meine Mama und ich uns trotzdem uneinig und dachten, irgendwie ist ja kein Alien, er ist auch nicht rot und eigentlich frisst er ja auch keine Katzen. Und irgendwie wollte der Schuh nicht so ganz passen, wie wir immer so schön sagen. Und ja, ich bin ein Herr der Ringe-Fan. Ich meine, der Name, ja, der Kanalname sagt es ja im Grunde schon. Und wir mögen Herr der Ringe alle sehr gerne. Und dann war eigentlich ganz schnell klar, eigentlich ist er ja auch ein Hobbit. Frodo mögen wir nicht. Und ja, ich habe jetzt einen guten alten Sam sozusagen zu Hause. Ja, das macht mich ja theoretisch zu Frodo, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Aber ja, wir haben einen kleinen Sam. Beide sind ja auch gechippt worden schon im Tierheim. Dementsprechend laufen die jetzt auf uns und haben jetzt auch ihren richtigen Namen bekommen. Und ja, es macht sehr viel Spaß. Es ist sehr schön. Die Zusammenführung klappt so okay. Ich glaube, der Kleine wird ganz gut angenommen. Er darf halt nur nicht wie wild auf meine etwas betagteren Damen springen. Das mag er nicht, aber es wird im Bett schon so, ich sag mal so 30, 40 Zentimeter entfernt voneinander geschlafen. Und ja, es wird. Ich glaube, eher die Kritikalität sind eher dann die Mädels so unter sich. Das ist ja nicht immer ganz so einfach, aber das wird auch. Also es ist jetzt nicht so, wie wenn hier die Fetzen fliegen. Das ist es nicht. Ich glaube, versuchen sich alle irgendwie erstmal zu ignorieren. Aber ja, es wird. Also ich bin da sehr positiv, weil auch meine Mädels oder die früheren Mädels sozusagen sehr umgängliche Katzen sind. Und ich ja, glaube, dass das einfach auch einfach ein bisschen Zeit braucht. Und ja, es ist eine Bereicherung. Es ist schön. Es macht auch ganz viel in mir. Und ja, das passt auch auf jeden Fall einfach so ein bisschen. Ja, zu den Büchern kommen wir gleich. Ich habe auch noch 2 Filme geschaut, gerade so etwas an den gammeligeren Tagen. Darüber möchte ich auch ein bisschen berichten. Und ich hatte ein Human Design Reading. Dazu erzähle ich später auch ein bisschen was, weil ich plane ja auch so einen kleinen Hangout, vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Und ja, da lasst uns gerne ein bisschen auch in den Austausch gehen. Alle Bücher packe ich euch unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Auch der Leseklub ist ja dieses Mal mit dabei, findet ihr auch alles unten. Ja, guckt da einfach mal rein, wenn ihr irgendwas interessant findet. Und ja, die 3 Bücher der Woche sind dann Die Mädchen aus der Firefly Lane von Christine Henner. Dann habe ich gehört Mein kleiner Apfelhof zum Glück von Sonja Flieder. Und das Leseklub-Buch ist dann gewesen The Woman in the Window von A.J. Finn. Wie gesagt, den Leseklub findet ihr immer unten in der Infobox. Wenn ihr da Lust habt auf gemeinsame Bücher, dann ja, freuen wir uns, wenn ihr vorbeischaut. Wir starten mit dem ersten Buch, Die Mädchen aus der Firefly Lane von Christine Henner.
ein Buch, ja, worauf ich aufmerksam wurde, weil ich unglaublich viele Leute von Christine Hanna schwärmen höre. Und mich hat hier auch der Klappentext angesprochen und auch das Cover. Und es soll auch eine Netflix-Verfilmung dazu kommen. Und ja, ich dachte, vielleicht macht es Sinn, das Buch einfach vorher schon zu kennen. Allerdings habe ich mittlerweile auch 3, 4 eher so gemischtere Meinungen gehört. Tatsächlich eher so Leute, die sagen, naja, das war jetzt nicht das beste Buch von Christine Hanna und auch so irgendwie nur ein okay Buch. Und ich habe auch eine Stimme gehört, die das Buch bereits kannte, allerdings unter dem Titel Immer für dich da, hat mir extra rausgeschrieben, aus dem Jahr 2019. Es ist jetzt also mit neuem Cover und mit neuem Titel nochmal erschienen. Also nicht, dass sich jemand vielleicht irgendwie ärgert, der das nicht wusste. Das Buch gab es im Grunde schon mal. Ja, ich selbst, und das kann ich direkt zu Beginn sagen, habe das Buch nach knapp 180 Seiten abgebrochen. Ich glaube, es ist ein bisschen was um ein Drittel, würde ich jetzt tatsächlich auch sagen. Es hat, glaube ich, ein bisschen was über 500 Seiten. Also so in etwa versuche ich ja, einem Buch immer Zeit zu geben. Ja, es war irgendwie leider nicht meins. Ja, wir sind in den 1970er Jahren und begleiten den Lebensweg zweier Freundinnen, die unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Zum einen haben wir Tully. Sie ist tough, hübsch, vielleicht auch ein bisschen arrogant und wirkt auf viele auch sehr, sehr kühl. Während Kate eine sehr unsichere Person ist. Sie ist viel zu nett zu den Menschen und an mancher Stelle viel, viel zu ernst und nimmt die Welt ernster war, als es eigentlich sein sollte. Doch es entwickelt sich eine ganz innige und tiefe Freundschaft zwischen den beiden. Und es gibt auch sehr viele Probleme, die sie überstehen müssen, beziehungsweise sich immer wieder anbahnen und die Freundschaft sich da auch manchmal so ein bisschen durchkämpft. Und es gibt aber auch Geheimnisse und auch Probleme, und vor denen diese Freundschaft so ein bisschen gestellt wird. Und ja, wir begleiten eben diese zwei Leben, die an mancher Stelle eben auch so ein bisschen zu einem verflechten. Der Stil von Christine Hanna war irgendwie eigentlich schon okay. Es war auch flüssig, es war aber total banal, es war überhaupt nicht spannend. Es hat nichts neugierig auf die Geschichte gemacht, auch die Zeit, dass das ja so in den 70ern spielt, war irgendwie ja so am Rande merkbar, aber ich fand es unfassbar langweilig tatsächlich. Also ich dachte, wann passiert denn mal irgendwas? Und damit meine ich gar nicht, dass immer was Spannendes, Actiongeladenes passieren muss. Mir ist klar, dass das bei so einem Roman nicht passiert, aber irgendwie muss man doch unterhalten werden. Und ja, auch wirkten die Charaktere auf mich irgendwie überzeichnet und auch ja viel zu gegensätzlich. Also, dass ich dachte, also, dass so eine Kombination, ja, Gegensätze ziehen sich an und das wird es im wahren Leben auch geben, aber dass diese extremen Gegensätze so aufeinandertreffen und dann immer so ganz extrem sind, das fand ich tatsächlich auch einfach, ja, einfach irgendwie drüber. Das mochte ich auch nicht so richtig. Und es war mir auch oftmals viel zu viel Schwarz-Weiß-Denken und das hat, ja, meinem offenen, oftmals sehr toleranten Kopf, nicht immer, aber oftmals, so ein bisschen... Es hat mich auch so ein bisschen gestört und das fand ich schon wirklich sehr, sehr schade und es hat es auch noch irgendwie unaufregender gemacht. Es kann natürlich auch einfach an meiner grundlegenden Stimmung gelegen haben, vielleicht auch am Wetter draußen, keine Ahnung. Ich will gar nicht sagen, dass das Buch nicht gut sein kann, dass es Leuten nicht gefällt. Es war halt tatsächlich irgendwie nicht meins und es gibt ja durchaus auch sehr positive Stimmen dazu. Also ich, es war halt nicht meins, das möchte ich halt einfach betonen und jedem, dem es gefallen hat, das freut mich natürlich, aber meiner Meinung war halt einfach so nach 180 Seiten, ja, mehr passiert jetzt nichts. Dennoch bin ich gespannt auf die Netflix-Verfilmung und werde der auf jeden Fall auch eine Chance geben, weil ich mir schon vorstellen kann, dass so eine Geschichte besser funktioniert in Bild und wenn vielleicht auch so etwas die langweiligeren Stellen weggeschnitten werden oder spannender irgendwie ausgelegt werden. Ja, aber ja, sehr, sehr schade für meinen ersten Christine Hanna, aber es wird, denke ich, auch nicht der letzte sein. Ich werde der Autorin auf jeden Fall auch noch mal eine Chance geben. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Buch halt doch schon über 10 Jahre alt ist und auch ihr Stil sich natürlich einfach verändert hat, dass ich vielleicht mit der neueren Christine Hanna auch besser auskomme als jetzt vielleicht mit der etwas älteren sozusagen. Aber ja, warten wir es mal ab. Dann ein Buch, über das ich eigentlich über eine Ecke irgendwie rumgekommen bin, nämlich Mein kleiner Apfelhof zum Glück von Sonja Flieder.
Ich bin über die Winter-Weihnachtsgeschichte gestolpert und natürlich über dieses coole Cover von dem Weihnachtswinterbuch, wo die Alpakas drauf sind. Und dann habe ich eben festgestellt, oh, da gibt es ja ein Hörbuch und da gibt es einen ersten Teil. Und ja, schon hatte mich das Buch sozusagen, denn ich bin ja ein großer Fan von Lamas. Ich habe ja auch schon 3 Lama-Touren gemacht, die ich richtig, richtig toll fand. Und die mir wirklich sehr viel Spaß und Ruhe und Entspannung gebracht hat. Jetzt in dieser Zählzeit natürlich eher nicht. Aber ich habe natürlich immer Lust, wenn es um Tiergeschichten geht. Und ich finde Alpakas, Lamas durchaus auch mal ein ganz spannendes Feld. Die Sprecherin des Hörbuchs ist Sabine Fischer. Und ich fand auch, die hat das sehr gut vertont. Ist jetzt nichts Extremes, Gutes oder Schlechtes, sondern es war einfach okay. Hat Spaß gemacht, ihr zu folgen. Und das finde ich durchaus ja auch bei einem Hörbuch sehr, sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es das Weihnachtsbuch, Winterbuch jetzt schon als Hörbuch gibt, aber wenn, dann kann ich schon verraten, möchte ich das auf jeden Fall auch hören. Ja, wir treffen auf die junge Emma, die gerade ihren Job verloren hat und auch das Ende ihrer langjährigen Beziehung so ein bisschen beweint und ihr fällt so ein bisschen die Decke auf dem Kopf und sie fährt zu ihrer Oma in die Lüneburger Heide. Dort trifft sie ihre Oma aber ja verletzt, gerade von einer Leiter, glaube ich, ist sie gefallen, vor und beschließt, als die Oma dann ins Krankenhaus muss und da auch eine gewisse Zeit bleibt, ja, im Grunde hier erstmal zu wohnen in dem Haus, sich um den Hof zu kümmern und zu sehen, dass sie ihrer Oma irgendwie eine Hilfe sein kann und möchte da einfach ein bisschen was zurückgeben und unterstützen. Sie kümmert sich um den Hof und auch um den Hund und trifft dort dann auf eine kleine Herde Alpakas, ist erstmal so bestürzt, huch, was machen die denn hier? Und merkt dann recht schnell, dass die hier doch alles ein bisschen ins Chaos stürzen können. Emma fühlt sich doch recht schnell wohl auf den Hof, kommt auch dort wieder an und merkt so ein bisschen, was ihr in den letzten Jahren gefehlt hat und dass ihr auch die Oma gefehlt hat und trifft dann auf den Tierarzt Lukas. Und erst ist sie super sauer mit ihm, alleine auch wegen den Alpakas und dass er die Oma so allein damit lässt. Und ja, letzten Endes kann man aber schon sagen, ja, die werden doch recht schnell gute Freunde. Auch die Freunde ihrer Oma, Frieda und Kalle, super sympathische Charaktere, also so ein bisschen schrullig, wie man sich das halt bei älteren Leuten durchaus auch mal so ein bisschen vorstellen kann und es ja auch oftmals ganz gut passt. Und ja, die nehmen Emma auch mit offenen Armen auf und freuen sich, dass sie jetzt da ist und auch der Oma im Grunde so ein bisschen unter die Arme greifen möchte. Es ist dann noch, kommt dazu, dass es eine frühere Leidenschaft von Emma gibt und ja, die lebt sie jetzt auch am Hofe ein wenig aus und ja, ihr kommt dabei eine ganz wunderbare Idee. Und man kann jetzt schon so viel natürlich verraten, es ist eine abgeschlossene Geschichte, die aber durchaus natürlich weitergesponnen werden kann, weswegen es dann eben auch eine Winter-Weihnachtsgeschichte gibt. Es war ein wunderbarer Wohlfühlroman mit süßen Alpakas und ja, die man auch einfach nur ins Herz schließen konnte. Es hatte etwas sehr Wohliges, sehr Warmes, so man hat sich irgendwie zu Hause gefühlt und es war so ein bisschen, ja, Friede, Freude, Eierkuchen und es hat gute Laune gemacht und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also als Wohlfühlroman richtig gut geeignet. Ich fand auch die Charaktere sehr sympathisch, besonders, ja, die Älteren sozusagen. Ich fand das Miteinander der Charaktere richtig, richtig toll. Das hat super viel Spaß gemacht, das war eine wunderbare Chemie, die Sonja Flieder hier beschrieben hat. Emma fand ich ja allerdings manchmal ein bisschen zu stur und auch zu sprunghaft. Das legte sich dann so ein bisschen, beziehungsweise gerade wenn sie dann anfing, so ein bisschen ihre Tierliebe zu erkennen oder ja, oder wieder zu erkennen, das hat sie super sympathisch gemacht. Also wie sie mit Tieren umgegangen ist, wie sie darüber dachte und auch in diesen Momenten habe ich sie viel besser verstehen können. Aber sonst war mir Emma immer mal so ein bisschen, wo ich dachte, jetzt, ha, ja, ne, also ich habe ja oftmals meine Probleme mit weiblichen Protagonisten. Es war jetzt hier nicht extrem, aber es waren so manche Dinge, wo ich dachte, ja, ist man in der Situation wirklich so, beziehungsweise hat mir auch die Art des Sprunghaften oftmals nicht so ganz gefallen. Die Beschreibung des Hofes und auch der Lüneburger Heide, die hat mir super gut gefallen. Man konnte sich das wunderbar vorstellen. Es war sehr bildhaft. Der Stil war sehr flüssig, er war modern und man konnte auch super leicht folgen, was ich besonders ja bei einem Hörbuch auch sehr wichtig finde, dass man irgendwie dranbleibt, es spannend findet und eben auch ja, so ein paar Bilder einfach im Kopf ablaufen. Auch die sehr humorvollen und ja auch modernen Dialoge fand ich richtig, richtig toll. Man hat auch einen Unterschied in der Kommunikation gemerkt, ob sich die Älteren unterhalten oder die Jüngeren oder ob es eine Kombination gab. Das hat mir im Stil sehr gut gefallen, dass da nicht alle gleich geklungen haben, sondern
sondern man einfach diesen Unterschied so ein bisschen, ja, gemacht hat. Das fand ich richtig toll. Es war an mancher Spur, und ich glaube, das wäre so ein Sternabzug, einfach zu wenig Tiefgang. Es war doch so ein bisschen oberflächlicher beschrieben, und es hat, fand ich, in der Entwicklung von Emma so ein bisschen geschadet, denn ich glaube, da hätte man ja viel mehr Tiefgang reinlegen können und hätte hier wirklich noch mit 50 Seiten ja doch noch eine tiefgründigere Geschichte, die Wandlung, die, ja, so ein bisschen von Emma viel besser herausarbeiten können. Aber es war wirklich eine sehr, sehr schöne Geschichte, und ich werde mir Teil 2 auf jeden Fall auch holen. Ich denke mal, dann auch im Dezember hören oder lesen, je nachdem, ob es das dann auch als Hörbuch geben wird. Für mich funktionieren halt diese Art Romane definitiv als Hörbuch immer am besten, aber wird sich bestimmt auch sehr gut lesen lassen und hat definitiv viel Spaß gemacht. Und wer gerne auf so einem Apfelhof, ja, oder auf so einem Tierhof irgendwie unterwegs ist, ich glaube, der macht hier mit dem Buch überhaupt nichts falsch und kann da auch ein paar schöne Lesestunden haben. Und das letzte Buch der Woche ist dann The Woman in the Window von A.J. Finn. Das haben wir im Leseclub gemeinsam gelesen. Im November lesen wir zusammen Walter Mörs. Wer also darauf Lust hat, ihr wisst, unten in der Infobox. Es ist der Debütroman und dementsprechend auch der Debüt-Thriller des Autors, und ich kann schon mal so viel verraten, dass das für mich wirklich ein Highlight-Thriller war. Da hat man mal wieder gemerkt, dass ich durchaus auch manchmal ja, Thriller ganz gut finde, und ich glaube, bin dieses Jahr ein bisschen abgekommen von Thrillern. Ich weiß gar nicht so richtig warum, ich glaube, ich habe gar nicht so viele gelesen, aber umso überraschter und begeisterter war ich dann über The Woman in the Window. Wir treffen in dem Buch auf Elna, die eine psychische Störung hat und das Haus nicht verlassen kann. Sie beobachtet ihren Nachbarn, das auch sehr auffällig, und trifft sich mit, ja, ähnlich Gleichgesinnten, zumindest was eben der psychischen Störung angeht, auch so ein bisschen im Internet, hat dort einen Austausch, denn sie ist ursprünglich Kinderpsychologin und versucht eben so ein bisschen ihren Weg bei der Unterstützung von anderen wiederzufinden, und online funktioniert das soweit wohl auch alles relativ gut, aber eben nach draußen gehen, das fällt ihr sehr, sehr schwer. Sie hat auch einen Mann und eine Tochter, von denen sie getrennt lebt, mit denen sie aber doch recht häufig spricht. Und auch eine gute Freundin, die immer mal vorbeikommt. Und sie hat auch noch einen Mieter im Haus. Das erfahren wir von ihr auch alles relativ schnell und zügig. Auch die Beobachtungen der Nachbarn, was ich super gruselig fand. Und als eines Tages eben neue Nachbarn im Haus, ich glaube, gegenüber einziehen, lernt sie auch den Sohn dort kennen und die Mutter, und führt da auch ein recht gutes Gespräch und ja, denkt sich so, ja, manchmal muss man sich eben einfach öffnen. Doch dann beobachtet sie eine Attacke in dem Haus der Nachbarn und ja, holt dann auch die Polizei. Aber ja, ist das alles wirklich passiert? Was ist passiert? Wer hat diese Attacke verschuldet? Oder bildet sich, ja, ändert das am Ende alles ein? Das steckt hier so ein bisschen in dem Thriller. Für mich definitiv ein Highlight-Thriller. So mag ich Thriller sehr häufig, sehr gerne, diese unterschwellig Spannung erzeugen, in dem eigentlich nicht so viel passiert, aber es einen backt und wirklich gespannt sozusagen ranzieht an die Geschichte, und ich die letzten zwei Leseabschnitte dann auch in einem Schubs gelesen habe, weil ich konnte das dann auch nicht mehr aus der Hand legen. Es braucht, glaube ich, schon einen Moment, bis man sich reinfindet, aber ich fand tatsächlich, dass es sprachlich sehr spannend ausgebaut wurde. Es ist wirklich packend und man ist im Kopf von Anna. Das fand ich auch toll. Es ist eben auch in der Ich-Perspektive erzählt und in der Gegenwart, im Präsens. Und ich fand, da kann man sich wunderbarst hineinversetzen und man hat halt wirklich ein Gefühl, man ist ganz, ganz, ganz nah an der Protagonistin dran. Man erlebt, was sie denkt, was sie fühlt, was sie sagt, was um sie herum geschieht, sieht es aber natürlich nur mit ihrer Brille. Und dementsprechend wissen wir natürlich auch gar nicht, was es eigentlich war und was nicht. Was passiert tatsächlich, welche Gespräche werden geführt, mit wem und warum? Und was ist in ihrem Kopf, was glaubt sie nur gesehen, gehört, gesprochen zu haben, und das wissen wir natürlich nicht, und das fand ich tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Aspekt in der Geschichte. Man fragt sich eben sehr, sehr häufig, was passiert da gerade, warum und wie, und ist es wirklich einfach passiert, und es gibt da verschiedenste, ja, so Fragen, die sich immer wieder auftun, deren Rätsel man dann im Grunde erst so ein bisschen erst im Nachgang nachkommen kann. Manches war sehr ausschweifend erzählt. Ich glaube, da hat sich so mancher im Leseclub auch ein bisschen gelangweilt und gesagt, ja, wann passiert denn jetzt erstmal was? Ich fand dieses Ausschweifende aber super spannend, weil wenn man sich vorstellt, man ist den ganzen Tag in seiner Wohnung, man hat im Grunde nichts zu tun, außer
ja, sich irgendwie um seine Gedanken zu kümmern, dass man da Ausschweifungen hat, fand ich eigentlich nur realistisch. Sehr schön ist, wir haben eine Timeline, wir haben einen Kalender. Es glaube, beginnt auch irgendwie Ende Oktober, war ganz lustig, weil wir in einem ähnlichen Zeitraum ja gelesen haben. Und das fand ich tatsächlich ganz amüsant. Das war überhaupt nicht so geplant, aber umso schöner. Und man hat so ein bisschen einen Plan, wo man gerade ist, an welchem Tag und kann das so zeitlich ein bisschen einfinden. Weil ich glaube, sonst wäre es tatsächlich sehr schwierig gewesen. Ja, ist jetzt eine Stunde vergangen, ein Tag oder was auch immer. Das fand ich hier sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr, sehr flüssig geschrieben, wie ich fand. Und es zieht einen unglaublich rein. Denn es passiert auch sehr viel zwischen den Zeilen. Man kann unglaublich viele Vermutungen anstellen und raten, was es jetzt irgendwie mit den Gegebenheiten auf sich hat. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr großartig. Man könnte jetzt natürlich sagen, dass der Hitchcock-Film Das Fenster zum Hof irgendwie eine Inspiration war. Ja, das war es vielleicht tatsächlich auch. Ich würde es eher als Hommage bezeichnen, beziehungsweise ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Wahrscheinlich ist der Grundgedanke ein recht ähnlicher, auch wenn natürlich ja, Hitchcock ganz anders vorgeht, als es H.J. Finn macht. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, hier wird im Grunde die Nachbarschaft beobachtet und man beobachtet etwas. Und Leute, das fand ich mega creepy, das muss ich wirklich sagen. Also, dass meine Nachbarn irgendwo mit einem Fernglas sitzen und dann alle, die gerade reinschauen, winken wir mal. Das fand ich echt creepy. Und man weiß es am Ende ja auch einfach nicht. Klar, es ist jetzt nur meine Großstadt und eher ja, engeres Wohngebiet, aber die Vorstellung, dass mein Nachbar weiß, wann ich gehe, wann ich komme, vielleicht am Ende noch, wohin ich gegangen bin, in welchem Zimmer ich gerade bin, wann ich dusche, keine Ahnung, das fand ich echt gruselig. Und ja, da möchte man eigentlich nur noch die Rollos runterlassen und sich wahrscheinlich erst am Ende selbst einsperren. Also das war wirklich ein Gruselmoment, wo ich dachte, ich will es gar nicht wissen, wenn meine Nachbarn das tun. Ja, also ja, das fand ich tatsächlich, ja. Anna, um nochmal den Dreh zu Hitchcock zu bekommen, Anna liebt Filme, besonders alte Filme und Schwarz-Weiß-Filme. Und sie schwärmt da auch mal sehr davon und sie erzählt uns auch so ein bisschen ihre Empfindungen. Und so als alter Filmfreak habe ich ziemlich viele der genannten Filme auch gekannt, gesehen und habe genau verstanden, wenn sie mit diesen ja, Gedankenzitaten vorgehensweise ein bisschen gespielt hat. Es haben sich aber auch welche in der Leserunde durchaus ein bisschen schwerer getan, die die Filme nicht kannten. Ich glaube, das funktioniert dann vielleicht nicht ganz so gut, dieser Part. Aber so als Filmkenner-Liebling habe ich tatsächlich viel gekannt und konnte auch das Gefühl verstehen, dass man eine Vorliebe für Schwarz-Weiß-Filme hat. Die habe ich jetzt nicht, aber ich kann den Charme durchaus auch gut finden, wenn man eben immer mal einen Schwarz-Weiß-Film sieht. Das Ende war für mich sehr logisch, es ist gut aufgeklärt worden und es war eine grandiose Wendung, auf die ich nie gekommen werde, das kann ich verraten. Und ich fand es toll. Es war wirklich, es sind sehr viele Dinge wunderbarst aufgelöst worden, die am Ende Sinn gemacht haben und das fand ich großartig. Weil ich mich auch schon gefragt habe, wie will er das denn jetzt auflösen oder wie will Anna, wie werden wir ihr Ende irgendwie, wie wird das funktionieren? Und das ist für mich aber wirklich auch großartig gewesen. Also besonders so die zweite Hälfte fand ich mega. Es gab viele gruselige Momente, auch wenn die Polizei ins Spiel kommt und ja, fand ich Hammer. Also mir hat er mega, mega gut gefallen. Ein ganz, ganz toller Thriller, der wirklich Spaß gemacht hat und ja, den ich auch durchaus nur empfehlen kann. Vielleicht habt ihr ihn ja zufällig auf dem Sub. Er war ja auch, wie er herausgekommen ist, doch recht gehypt. Mir hat er super gut gefallen und ich bin sehr happy, dass wir ihn im Leseklub gelesen haben. Und ja, hatte daran auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Und freue mich aber auch schon auf den Walter Mörs dann im November. Und ja, mal sehen, wenn jetzt die Umfrage dann online kommt für das Dezemberbuch, was es da so ein bisschen Winterliches vielleicht von uns gibt. Neben den Büchern gibt es auch noch zwei Filme, die ich gesehen habe, und zwar auf Netflix zum einen Love, Wedding, Repeat. Den habe ich mir angesehen, weil Sam Cleflin mitspielt und seitdem er ja Finnick O'Dare war, bin ich ein großer, großer Fan. Er hat ja auch ein ganzes halbes Jahr mitgespielt, er hat Love, Rosie mitgespielt, er hat den Patriot Club, glaube ich, mitgespielt. Bei Enola Holmes war er Mycroft Holmes, also ich mag ihn super gerne, habe auch noch zwei, drei andere Filme von ihm gesehen. Und er hat auch hier mitgespielt und zwar ist es so, eigentlich sagt es der Name des Films so ein bisschen, also Liebe, Heirat und Wiederholung. Und wir treffen hier auf den Charakter von Sam Cleflin, dessen Schwester heiratet und da ist aber vorher so ein bisschen was schief gelaufen. Auch er trifft dort auf seine Ex-Freundin
und auf ja, scheinbar die Liebe seines Lebens, die ein ganz tolles Wochenende hatten und sich dann aber irgendwie aus den Augen verloren haben. Und da geht eben so ein bisschen der Gedanke, dass wir diese Hochzeit erleben, wo was verhindert werden muss, wo andere Dinge zustande kommen sollen und so weiter, und haben im Grunde so ein bisschen einen Wiederholungsmodus im Sinne dessen, ja, passiert da eine Schlüsselrolle und die verändert sich immer so ein bisschen über die Charaktere, die anwesend sind, und da erleben wir so ein bisschen diese Hochzeit mehrmals. Der Film war okay. Also man kann ihn nicht hochloben, weil für mich persönlich waren es zu wenig Varianten dafür, dass der Film eigentlich von einem Repeat spricht. Hätte ich mir so ein bisschen mehr Spielerei damit gewünscht, und er war tatsächlich auch manchmal so ein bisschen banaler. Also man konnte ihn sich anschauen, es war okay für einen gemütlichen Nachmittag, aber es ist jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Allerdings muss ich wieder sagen, dass ich Sam Claflin wirklich großartig finde, ich dem super gerne zuschaue und mir das wirklich großen Spaß gemacht hat und ich den sein Mienenspiel einfach Hammer finde. Was der wirklich einfach mit Augen, Mundbewegungen, ja, auch für Emotionen hervorbringt, da bin ich immer wirklich sehr, sehr begeistert und ja, hat mir Spaß gemacht, war okay, aber jetzt, wie gesagt, nichts, was man irgendwie gesehen haben müsste. Dann angesehen habe ich auch Liebe garantiert. ja, fand ich tatsächlich einen Hauch unterhaltsamer, denn es geht hier um einen jungen Mann, der jetzt fast 1000 Dates hatte über eine Dating-Plattform und jetzt diese Dating-Plattform ja, verklagen möchte, weil irgendwo im Kleingedruckten steht, dass man eben nach irgendwie 1000 Dates, wenn man nicht die Liebe gefunden hat, das ist das Versprechen im Grunde, dass innerhalb von 1000 Dates, so muss man es ja sagen, dass man die Liebe seines Lebens findet, und sie ist eben Anwältin und vertritt ihn, und ja, wie sollte es natürlich anders kommen? Es entwickelt sich da so ein bisschen was, es gibt noch so ein paar Spielereien im Hintergrund und Hintergrundgeschichten, und ja, fand ich tatsächlich unterhaltsam, würde ich tatsächlich von den beiden Filmen eher empfehlen. Es ist aber halt einfach eine, ja, so eine romantische Komödie, wie man sie eben schon doch zuhauf irgendwie kennt, aber es war tatsächlich ganz schön. Es war besonders schön, so ein bisschen die Dialoge zwischen den Protagonisten, die mir gut gefallen haben, auch die Stimmung, die so ein bisschen erzeugt wurde, hat Spaß gemacht, und dementsprechend kann ich den, glaube ich, tatsächlich ein bisschen besser empfehlen als Love Wedding Repeat, aber theoretisch an einem verregneten Nachmittag kann man auch beide Filme hintereinander schauen. Ja, hier hat tatsächlich auch, ich glaube, Heather Graham mitgespielt, wenn ich mich nicht irre, und auch die Hauptcharaktere ist irgendeine ganz bekannte Schauspielerin, deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Ihr seht sie, aber vielleicht kommt ihr auf den Namen, und ja, fand ich tatsächlich ganz okay. Ja, dann habe ich ein Human Design Reading gehabt bei Alex von Die Mutmacherin. Ich packe ihren Instagram-Account auch mal unten in die Infobox. Ich glaube, sie hat auch einen YouTube-Kanal. Was ich da finde, findet ihr auf jeden Fall unten. Human Design habe ich ja so im Juni, Juli entdeckt, habe dann in meinem Urlaub auch ein Buch dazu gelesen, und Human Design verbindet ja Astrologie mit den Chakren aus dem Yoga und Qigong, Qijing, Qijing und noch irgendwas was. Ich habe schon wieder verdrängt, das sind vier Dinge, und Moment, ich muss hier erstmal Katze platzieren. Ich habe mich auch sehr wiedergefunden in meinen Typen und hatte hier ein Reading gewonnen bei einem Gewinnspiel von Alex und habe mich darüber mega gefreut. Und es ist sehr beeindruckend gewesen, wie viele Dinge anhand meines Profils auf mich stimmen. Und ich habe ja auch die Gegenprobe gemacht, als ich das Buch gelesen habe und andere Typen gelesen. Und wie oft ich da wirklich dachte, nee, das haut tatsächlich nicht hin. Also man sagt ja so ein bisschen Human Design, dass wenn im Grunde die Seele vom Universum zur Reinkarnation zurückgegeben wird an die Erde, dass wir als Mensch im Grunde unsere Seele alles mitbekommt. Daher auch so diese Körper-DNA, wenn man es so nennen möchte, oder unser Universums-DNA. Und dass alles in uns drinsteckt und wir eben ein freudiges Leben führen, wenn wir im Grunde wissen, wie wir ticken. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen vereinfacht, und uns da dann eben auch Freude finden und dann eben auch in vollster Kraft sind. Und man muss sich das so ein bisschen von der Astrologie lösen, vor allem auch von täglichen Horoskopen, von denen ich gar nichts halte. Aber so ein bisschen, wenn man da tiefer geht, glaube ich, ist schon irgendwas Wahres dran.
Und das fand ich mega, mega spannend. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal bei Alex vorbei. Die hat auch einen ganz tollen Insta-Feed, wie ich finde. Die hat auch einen Podcast, wo man mal reinhören kann. Und da findet man allerhand Infos. Es gab letzte Woche am Donnerstag auch ein Vollmondritual, was ich auch sehr spannend fand, weil am Samstag hatten wir ja auch Vollmond. Und wenn man sich da so ein bisschen einfach mal drauf einlässt, finde ich, ist das wirklich was sehr Achtsames, sehr Bewusstes. Und es war definitiv nicht mein letzter Kontakt mit Human Design. Ich habe die anderen beiden Bücher des Autors, wo das erste Buch her war, schon mal auf der Wunschliste. Wären die nicht so teuer, wären sie wahrscheinlich schon in meinem Regal. Aber ja, ich denke, das sollte sich demnächst dann irgendwie mal machen lassen. Am Ende ist ja irgendwann Weihnachten und Geburtstag, dann gibt es hoffentlich ein paar Thalia-Gutscheine, worüber ich mich sehr freuen würde. Ja, es ist ein Hangout geplant mit Alex. Wir haben tatsächlich einen ganz guten Draht zueinander gehabt bei dem Reading und ich habe auch einfach mal ganz frei, wie ich manchmal bin, gefragt. Und ja, sie war da tatsächlich auch sehr aufgeschlossen, würde gerne auch ein bisschen über das Thema sprechen. Wenn ihr schon irgendwie Fragen habt, Gedanken habt, lasst mich die gerne hier in den Kommentaren wissen oder gerne auch über Instagram, über eine Direktnachricht. Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Jahr noch hinbekommen oder vielleicht, ob es dann eher der Januar wird. Das wird sich zeigen, weil natürlich müssen auch ihre Termine so ein bisschen dann zusammenkommen. Aber ich glaube, dass man da wirklich eine interessante Stunde, 1,5 Stunden haben kann mit Fragen, die ich habe zu dem System, die dann vielleicht auch von euch kommen. Und ja, lasst mich das auch gerne mal in den Kommentaren wissen. Und ja, das war es soweit. Das war meine Urlaubswoche. Ja, es dauert ja ein ganzes Weilchen, bis sozusagen Weihnachten ist und die kürzeren Wochen dann anstehen. Aber ich, ja, wenn man so rausschaut und es ist schon November, es ist, ich finde es persönlich tatsächlich ein bisschen verrückt. Also wie schnell jetzt irgendwie September und der Oktober rum waren, obwohl ich sonst nie jemand bin, der ja groß dieses Gefühl hat, aber so im Herbst, gerade so nach dem Sommer, finde ich, geht die Zeit immer rasend schnell, wenn man überlegt, in 3 Wochen ist schon jetzt, wenn ihr die Bücherwoche seht, der erste Advent und hier wird alles schön weihnachtlich aussehen. Ja, darauf freue ich mich schon und natürlich auch über den Adventskalender mit den Buchhighlights. Ja, so viel jetzt von mir. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Nein, ich glaube nicht. Ich bin sehr gespannt, was ihr in der Woche gelesen oder geschaut habt. Lasst mir das gerne in den Kommentar. Schaut auch gerne mal in die Infobox, die ich euch ein bisschen befülle. Und dann freue ich mich über den Austausch und danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.